Nur die Harten kommen in den Garten und da bin ich heute beim Andreas Hordern. Die Maske hier habe ich nicht umsonst auf. Was der macht, ist ganz gefährlich. Und das zeige ich euch jetzt. Ich bin ja beim Abnehmen, das weißt du ja, aber ich hege jetzt schon den Zweifel, dass das nicht der richtige Sport für mich ist. Also ich glaube, zum Abnehmen bist du hier verkehrt, aber mal zum richtig Durchquälen und deine Motivation zu steigern, bist du hier genau richtig. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir doch ein paar Trainingseinheiten. Lass uns reinhauen und Spaß haben. Super, schön locker ziehen und das Kinn. Hier wärmen wir den Latissimus auf, das heißt den Rücken und die Armmuskulatur, Bizeps und die Handgelenke. Machst du so 10 Wiederholungen, das reicht aus. Du Andreas, sag mal, wie ist es mit der Verletzungsgefahr hier bei dieser Geschichte? Ja, wir versuchen natürlich die Verletzungsgefahr hier so weit wie möglich auszuschalten durch gutes Erwärmen. Weil wir haben natürlich hier auch keine Heizung drin. Wir trainieren hier bis zu minus 10 Grad, volles Rohr. Und das ist halt wichtig, mindestens eine halbe Stunde vorher sich gut aufzuwärmen. Okay, Klaus, gehen wir zur nächsten Station. Oberkörpererwärmung, Brust, Schulter, Trizeps. Und jetzt drückst du halt 10-mal ganz ruhig hoch und runter. Wir erwärmen hier die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur und die Trizepsmuskulatur. Okay. Das ist ein leichtes Gewicht drauf. 50 Kilo, das ist kein Problem. Ich sag dir mal, das ist ganz schön brutal. Aber wir sind doch erst beim Aufwärmen, Klaus. Nein! Ah! 10. Der Andreas, der gehört ja zu den Besten der Welt. Du hast jetzt eine ganz besondere Einladung aus den USA erhalten. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Vor einigen Wochen kam die Einladung zur Arnold Schwarzenegger Classics und das ist natürlich ein Riesenereignis. Arnold's Classic, Amerika, Columbus, Ohio ist das Größte, was es gibt auf der Welt. Da will jeder hin. Ja, und andere haben die Karriere schon lange beendet mit 55 und mir wird jetzt die Ehre zuteil, dort auf der Bühne zu stehen. Das ist natürlich das Größte, Geilste für mich überhaupt in meiner ganzen Sportlaufbahn. Das klingt ja ganz interessant. In welcher Disziplin wirst du denn da starten? Ich trete in der Disziplin an mit dem Gripper. Das nennt sich Silver Bullet. Das machen wir nachher noch beide zusammen. Und ich habe da halt letztes Jahr eine Weltjahresbestleistung mitgemacht. Und aufgrund dessen bekam ich halt die Einladung und darf dort jetzt starten in Amerika. So, das ist mein Arbeitswerkzeug. Klaus, und jetzt bist du dran. Ich bin ja gespannt, wenn ich das jetzt schaffe, das Ding zusammenbiege. Fahre ich dann nach Amerika, Andreas? Wenn du das schaffst, Klaus, fährst du nach Amerika. Versprochen. Dann zeig mir her das Ding. Okay. Oh, ey! Ey! Ich schaff das Ding! Schaff das! Ich fahr nach Amerika! Ich dreh durch! Ey, wer? Ich fahr nach Amerika! Das ist unglaublich! Oh, Klaus! Ach, Klaus! Das ist doch der Warm-Up-Gripper für die Mädchen! Du hast den falschen genommen. Ach. Jetzt hat er mich aber richtig verarscht. Ich habe gedacht, ich fahre nach Amerika. Ey, Manu. Das ist der Captain of Crash Gripper, den ich in Amerika benutzen werde beim Wettkampf. 5, 6 in der Welt können den pressen. Und jetzt gucken wir mal, ob der Klaus das auch hinbekommt. Gib alles. Er wird wohl doch nicht fliegen. Das bewegt sich gar nicht, ey. Komm, jetzt zeig du, dass du das drauf hast. Gib her das Ding. Oh, hier so eine Faust kann ich auch machen. So, pass auf. Du nimmst das Ding so in die Hand. Ja. Bisschen Vorspannung mit den Fingern. So geht das. Und wenn du das hinbekommst, dann darfst du auch nach Amerika fliegen. Christopher wird jetzt noch mit dir eine kleine Trainingseinheit machen. Trainiert mit mir jeden Sonntag hier. Ist dieses Jahr auch bei der Deutschen Meisterschaft dabei als Newcomer. Und der wird dir jetzt noch ein paar Sachen zeigen. Gut, das ist eine sogenannte Hexbar.
Und die Hexbar ist noch bestückt mit Fat Grips. Das sind diese Teile hier unten. Die haben 60 mm Umfang und sind halt für das Training der Handkraft. Christopher, mal rein. Und das wirst du gleich probieren, Klaus. So. Finger fest und hoch geht's. Das sind jetzt 60 Kilo. Das ist noch kein Problem. Das schaffst du auch. Okay, Klaus, dann los. Und hoch. Unmenschlich brutal. Jetzt wollen wir es wissen. Festmachen die Hände, 100 Kilo. Das ist eine Weltspitze. Im zweiten Versuch eben 100 Kilo. Ich kann es nicht fassen. Der Mensch ist eine lebende Maschine. Wenn du mich jetzt hier verarschen willst, alles rauf, was da ist. Ich werde dir das schon zeigen. 140 Kilo rauf. Ja, raus. Yeah. Ich bin eine Maschine. Los geht's. 140 Kilo, Klaus. Hände fest, Kopf nach oben und hoch, alle. Aber ich kann euch sagen... Aber dicht dran, dicht dran! Brutal, absolut brutal. Die Besten heben auch nur 100 Kilo mehr, das war schon richtig gut. Halt mich fest, mir ist schwindelig. Gut gekämpft, Löwe. Steel Bending gehört auch dazu, zum Griffkrafttraining. Ein ganz besonderes Hobby. Zum Beispiel eine Bratpfanne zusammenrollen, ein Hufeisen biegen oder etwas dicker Flachstahl biegen. Und das geht hoch bis in die Weltrekordsachen. Also das ist schon richtig fett. Ja, da muss man sich richtig warm machen. 20 Minuten und dann biegen wir halt so Zeug. Und du siehst ja den ganzen Haufen hier. Und du kannst gleich auch mal einen kleinen Nagel probieren. So, hier haben wir so einen kleinen Nagel. Wir benutzen solche Lederpads, damit wir uns nicht verletzen an den Händen. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt geht. Stecken wir hier rein, an die Hand rein. Und zack. Und zack. So soll das aussehen. Und man kann ihn auch noch krummer machen. Klaus, das schaffst du auch. Komm. Ich glaube, das sind 160er, 180er. Keine Ahnung, ist ein kleiner Nagel. Kleiner Nagel, ja, gut. Ja, das ist kein Problem für dich. Bis zur Hälfte rein, andere Hälfte. Genau, so dass man sich die Hände nicht verletzt. Und jetzt biegst du ihn einfach krumm. Komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, komm, ja, komm, ja, guck mal hier. Brutal. Ah, nur zusammen jetzt, komm, ein bisschen noch. Gibt's denn sowas? So. Dieser Schreibtisch hätten wir auch hat richtig Kraft. Ja, ich meine, die hau ich sonst mit der Handkante rein. In die Tischplatte. Das ist ein Rolling Thunder und das Interessante daran ist, der Griff ist 60 mm dick und rollbar. Kannst ja mal draufhalten hier, also er bewegt sich. Und mein Kollege Andreas Brixer wird in den USA in Columbus, Ohio da antreten. Er ist der amtierende Europameister mit über 115 Kilo. Schauen wir mal. Ich habe hier ein ganz besonderes Gerät in der Hand. Was hat denn das für eine Aufgabe? Ja, Klaus, das ist ein Handkraftmesser und damit kann man die Handkraft messen. Und das werden wir jetzt mal probieren bei dir. Also volle Kanne ziehen. Volle Kanne ziehen. Was steht denn da bei dir immer? Error. 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 Ja, oh. Reicht nicht. 61,1. Heißt? Das ist schon sehr, sehr gut. In ein paar Tagen geht's für den Andreas in die USA. Gesucht wird die? Stärkste Hand der Welt. Ich wünsche dir viel Erfolg, hoffe, dass du das wirst und ja. Ich werde nicht zerquetschen. Nein, ich bin ganz zärtlich. So, dann viel Erfolg. Bis dann.